Bakatov, Haverim, Shalom, Hayom, Michaifa. Einen wunderschönen Morgen aus Haifa. Ja, morgen fliege ich zurück nach Berlin. So schön ist die Zeit vergangen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, zu Hause zu sein und das Land wieder neu zu entdecken. Es ist natürlich so, das Land verändert sich, aber doch weniger als ich. Es ist natürlich das heilige Land, was hat sich da verändert. Hashem liebt es, Hashem wird es immer lieben. Und unsere Weisen haben uns auf dem Boden der Väter vieles mitgegeben. Und ich möchte, wie schon letzten paar Tage, auch heute, einige Sätze der Weisheit mit uns teilen hier. Sprüche der Väter. Es geht um eine ganz bestimmte Aussage von einem besonderen Menschen, ja, das ist nämlich Antigonos. Ja. Antigonos war ein Proselyt, ja, und er wurde zum größten Gelehrten seiner Zeit, muss man sich mal vorstellen. Ja. Er ist nicht der Einzige. Und er sagte Folgendes, ja, Antigonos aus Socho, ja. Er empfing die Tradition, wie geschrieben steht, von Shimon, dem Zadik, dem Gerechten. Er lehrt uns Folgendes. Seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn, um Lohn zu empfangen, sondern wie Diener, die ihrem Herrn dienen, ohne Lohn zu empfangen. Und die Ehrfurcht vor Gott sei stets über euch. Ja, wisst ihr, die Sprüche der Väter sind sind des Credos. Ja. Also, das sind von diesen wunderbaren Menschen als Lebensziel formuliert worden. Sie haben sich daran gehalten und sie haben das auch dann den nachfolgenden Generationen ins Stammbuch geschrieben. In das Stammbuch, genau. Und manchmal, wenn ihr das Buch lest, ja, dann würdet ihr feststellen, dass bestimmte Sprüche sich wiederholen quasi, tun sie aber nicht. Es bedarf des Verständnisses, was genau diese Herrschaften meinten zu ihrer Zeit, ja, denn jeder hat doch etwas Neues hinzugefügt. Da empfehle ich sehr die Auslegung von Rabbi Lehmann. Ja. Es gibt in deutscher Sprache seinen Kommentar zu den Sprüchen der Väter, sehr empfehlenswert. Ja. Ein großer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert, der die Zukunft aufgrund der Weisheit, die er empfing, sehr genau vorher gesagt hat, sowohl was die Kommunisten anging, als auch was diese Entwicklung des Nationalsozialismus, so das damals schon aufgekommen war in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in England vor allem, ja, beispielsweise. Bitte lest das mal, ja, kann ich nur empfehlen, ist zu kaufen. Ja, und der Rabbi Antigonos, ja, so nennen wir dann doch, ja. Aber auch da muss ich mich ein bisschen unterbrechen. Der Begriff Rabbi ist ja erst relativ spät aufgekommen. Das war gar nicht üblich. Deswegen nennt man ihn gar nicht Rabbi Antigonos in den Sprüchen, sondern einfach Antigonos. Und dieses Wort einfach ist irreführend. Ja. Derjenige, der mit dem Namen aufgeführt wird in der Mishnah, ist ein Großer. So sieht's aus. Ja. Und wenn genannt wird, ein Mensch und sein Vater, dann ist es noch schöner, ja. Ja, und so weiter. Also es gibt ja ganz bestimmte Abstufungen. Und im Talmud nennt man Rav den Rabbi Yehuda Hanasi. Das ist der Verfasser von Talmud unterm Strich, der Mishnah. Ja, derjenige, der die einzelnen Mishnayot gesammelt hat, sortiert hat, geordnet hat und schließlich als eine Ganzheit zusammengestellt hatte. Und später eben erst wurde diese Bezeichnung Rabbi als eine besondere Ehrenbezeichnung für diejenigen benutzt, die die unmittelbare Semicha auf Sinai zurückführen können. Und so weiter. Also das ist eine Lehre für sich, aber es ist kein geistiger Stand. Also Rabbi ist kein geistiger Stand, sondern eine Ehrenbezeichnung zu vergleichen mit dem Wort Herr. Ja, so in dieser Richtung. Also Herrschaft. Ja. Und Antigonos aus Socho, ihm war besonders wichtig, dass der Mensch aus Liebe dient. Ja. Nur formuliert das halt ohne den Begriff Liebe. Er sagt, sei nicht ein Diener, der nur dann
etwas tut, wenn er weiß, dass er einen Lohn bekommt. Man könnte sagen, Moment einmal, aber wovon soll dann der Diener leben? Ja, und das ist genau diese Überlegung, nicht? Du dienst ja einem Herrn, der nicht von dieser Welt ist, der überhaupt von keiner Welt ist. Gottes Dienst ohne Lohn. Schwierig, ja? Man sollte nicht das auf die leichte Schulter nehmen, denn schlüssig ist eigentlich der Gedanke, dass jemand, der dient, auch seines Lohnes wert ist. Auch Paulus lehrt das übrigens auf diese Weise. Und er hat recht. Und dem widerspricht im Übrigen Antigonus auch gar nicht. Sondern er sagt, du sollst dienen im Bewusstsein, ja, dass du nicht um Lohn, sondern um Liebe halt doch dienst. Es gibt den Dienst der Liebe. Sei Priester der Liebe. Denn wenn es um Dienst geht, geht es immer nur um Gottes Dienst. Und dort geht es immer um Liebe. Und was willst du nun schenken? Nein, was willst du für einen Lohn bekommen anstatt der Liebe? Wenn du das so formulierst, wirst du sehen, eigentlich kann man doch die Liebe nicht aufwiegen. Liebe kannst du nicht bewerten, nicht wiegen, nicht messen. Es ist größer als alles andere. Und nichtsdestoweniger ist es aber trotzdem ein Lohn, oder? Naja, wir wissen, Lohn ist hier dann ein denkbarer Begriff mehr. Dann heißt es nicht mehr Lohn, sondern ein Geschenk. Und da möchte ich dich erinnern, dass der heilige Gelobser, er im Grunde genommen den Menschen liebt, noch bevor der Mensch irgendwas gemacht hat. Und was willst du Mensch tun, damit er dich noch mehr liebt? Yeshua Melech HaMashiach allerdings sagte, wer meinen Vater im Himmel liebt, der tut seinen Willen. Jawohl, genau das meint Antigonus. Wer Hashem liebt, der tut seinen Willen. Der Satz, den ich jetzt spreche, ist gar nicht kompliziert. Nur komischerweise ist er vielleicht oft nicht mehr im Bewusstsein. Der heilige Gelobser und sein Wille sind eins. Es sind nicht zwei verschiedene Dinge. Ja, der heilige Gelobser ist eine Ganzheit, eine völlige Ganzheit. Genauso die Formulierung, der heilige Gelobser und die Liebe sind eins. Ich sage jetzt sind, weil ich jetzt zwei Begriffe genannt habe. Besser gesagt ist, der heilige Gelobser und Liebe ist eins. Ja, er ist eins mit sich selbst. Gott ist Liebe. Wahr. Das ist der Punkt. Und wenn ich dann diesen Satz sage, der heilige Gelobser, sein Wille und seine Liebe ist eins, das hat mit Trinität nichts zu tun. Wir reden vom Wesen Gottes. Hashem ist Wille, sein Wille. Hashem ist Liebe, seine Liebe. Er ist Liebe. Darum, wer den Vater liebt, der tut seinen Willen. Das ist dir dann gar nicht anders möglich, denn es ist dann deine Natur. Und wenn du merkst, dass du Widerstände hast, dann möchte ich dich trösten. Ja, das ist nämlich der Punkt. Fürchte dich nicht. Dieserjenige, der in dir ist, ist der böse Trieb. Der böse Trieb und du, ihr seid zwei verschiedene, aber du bist gemacht im Ebenbild und Gleichnis Gottes. Und dir in deiner erhabenen Seele ist immer bewusst, dass es Gott gibt. Erinnere dich daran. Und das ist die Ehrfurcht. Wisst ihr, Ehrfurcht bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als ausgerichtet sein auf Hashem. Du schaust auf die Heiligkeit Gottes. Du erhebst deine Augen zu ihm, von dem deine Hilfe kommt. Er ist derjenige, der von dir will, dass du die Liebe, die du bekommst, weiterschenkst. Und das ist der Sinn des Gottesdienstes. Sei Verwalter der Liebe. Du empfängst die Liebe und du gibst die Liebe weiter. Das nennt man Tradition. Genau das ist der Sinn der Sprüche der Väter. Eben Väter, diejenigen, die uns lieben. Sie schenken uns Liebe, die sie empfangen haben. Und sie lehren uns und weisen uns auf. Schaut her. Derjenige, der dich nicht liebt, der möchte, dass du den Lohn sofort bekommst. Das ist genau die Versuchung. Verlange deinen Lohn hier und jetzt. Dann wirst du ihn dort nicht bekommen. Das sage ich dir.
Ja, davon warnen tatsächlich viele Rabbiner. Aber Antigonos von Socho, er ist halt einer der größten, man könnte sagen, derjenige, der in seinem Leben bezeugt hat, dass das stimmt. Lerne, ja, lerne über diese Menschen, die ich hier nenne. Du kannst ja gerne googeln, wenn du möchtest. Lohnt sich, ja, damit man mit diesen Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte sich auseinandersetzt. Immerhin, unser Volk sehr, sehr zahlreich. Im Laufe der Jahre hat man uns immer wieder umgebracht, dezimiert. Hat aber nichts daran gehindert, übrigens, Hashem, uns zu bewahren. Ja, es gab niemals weniger als 600.000 übrigens. Niemals. So sieht's aus. Ja. Diene dem Heiligen, gelobe er, in dem Bewusstsein, dass dein Lohn darin besteht, dienen zu können. Wenn du das jetzt verstanden hast, was ich gesagt habe, ist gut. Ja, denn das ist jetzt mein Satz. Ja. Aber auch ich habe ihn jetzt zitiert. Ja. Der Lohn der Mitzwa ist der Mitzwa selbst. Das habe ich nicht erfunden. Aber es passt sehr gut zu dem, was Antigonos aus Socho gesagt hatte. Es ist eine Ehre und ein Vertrauen Gottes, wenn er dir entgegenkommt und dir die Möglichkeit gibt, überhaupt eine Mitzwa zu erfüllen. Denn die Umstände liegen in der Hand von Hashem. Wir machen sie nicht. Und wenn dir die Gelegenheit entgegenkommt, ja, und du kannst tatsächlich etwas tun, von dem du weißt, dass Gottes will, dann beeil dich, sei hurtig, ja, zögere nicht, tu es umgehend. Das ist ein sehr, sehr großer Lohn, dem ewigen Gelobe sei er, überhaupt dienen zu können. Und das ist nämlich die Sinn der Offenbarung der Gebote. Ja, denn die Gebote Gottes sind ja nichts anderes als sein Wille. Und der Wille Gottes und der heilige Gelobe sei er sind eins. Darum in den Willen Gottes ist Heiligkeit innewohnend, in jedem Einzelnen. Und wenn es heißt, zieht euch Heiligkeit an, dann ist das der Weg. Den Willen Gottes zu tun, bedeutet sich zu heiligen. Wunderbar und wunderschön. Und damit bist du gekleidet in Herrlichkeit, denn die Heiligkeit Gottes ist keine Abstraktion. Es ist nichts anderes als Manifestation der Herrlichkeit Gottes wie bei dir. In dem Moment, wo du denn mit diesem Gebot tust, bist du nämlich Herr dieses Gebotes, hier und jetzt. Baal HaMitzvah. Deswegen gibt es dieses wunderbare Fest, ne? Bar Mitzvah. Ja. Bar Mitzvah, Baal Mitzvah ist dasselbe. Es ist also der Herr der Gebote. Ja, jeder, der in den Stand versetzt wurde, den Willen Gottes tun zu können, wurde von Hashem erhoben in den Stand eines Königs. Deswegen heißen wir königliche Priesterschaft. Denn dem König innen wohnt ist sein Wille, eben der Wille des Königs. Er krönt dich. Er krönt dich. Er ist über dir. Und die Menschen, die dich so erleben, werden ein lebendiges Zeugnis für die Existenz und Wirklichkeit von Hashem haben und von demjenigen, der dich geschickt hat. Yeshua HaMelech HaMashiach. Tu es um seines Namens willen. Tu es nicht um des Lohnes willen. Und der Heilige Gelobs, er wird dich reichlich entlohnen. Eben nicht nach Maß. Viel mehr als das. Ohne Maß. Ja, so viel aus Haifa. Das sollen meine sozusagen letzten Worte in diesem Falle sein. Möge Hashem mich bald wieder zurückführen nach Hause. Ja, ich möchte gerne natürlich mehr Zeit verbringen, auch mit meiner Familie und mit meinen Freunden, wenn es irgendwie möglich ist. Bis dahin wünsche ich uns allen Shalom, Hayom und wir sehen uns wieder in Deutschland.